Buenas tardes everybody und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video möchte ich über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich nicht nur mir, sondern auch euch mittlerweile quasi zu den Ohren wieder rauskommt. Flüchtlinge. Und ich habe wirklich echt lange überlegt, ob ich zu diesem Thema ein Video machen möchte. Ich habe wirklich echt lange hin und her überlegt, soll ich oder soll ich nicht. Und ich habe mich letztendlich dafür entschlossen, vor allem weil ich mit diesem Video die Aktion von Nick Vlogged, Stay Human, Support Refugees, unterstützen möchte, zu der ich allerdings später im Video noch etwas sagen werde. Zunächst einmal möchte ich aber etwas über das Thema Flüchtlinge sagen und wie ich darüber denke. Um anzufangen, kann ich ja mal sagen, ja, es werden gerade verdammt viele Flüchtlinge in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber ich weiß, dass in den Medien immer wieder darüber diskutiert wird, dass es zu viele werden, dass Deutschland es nicht mehr schafft. Und ich möchte an dieser Stelle keine Prognose darüber abgeben, ob Deutschland das schafft, denn ich bin kein Experte. Aber ganz unabhängig davon, wie die Zahl gerade aussieht, kann ich diese Leute nicht verstehen, die etwas gegen Menschen haben, die flüchten nach Deutschland, weil sie wirklich Hilfe brauchen. In Deutschland wird ja auch viel differenziert zwischen Kriegsflüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen. Also vielleicht fange ich einfach mal an mit den Kriegsflüchtlingen. Die scheinen in Deutschland etwas willkommener zu sein als die Wirtschaftsflüchtlinge. Aber trotzdem gibt es Leute, die was dagegen haben, dass diese Leute hier sind. Also Entschuldigung mal, dass ich das richtig verstehe. Ihr habt was gegen Leute, die vorher ein ganz normales Leben hatten, die vielleicht ein Haus hatten, einen Beruf, eine Familie und Freunde. Und dann ist in ihrem Land ein Krieg ausgebrochen und denen ist quasi die ganze Scheiße um die Ohren geflogen. Und die kommen nach Deutschland, weil sie Hilfe suchen. Und ihr habt ernsthaft was dagegen? Solche Leute kann ich nicht verstehen. Will ich auch nicht verstehen. Gut, gehen wir rüber zu den Wirtschaftsflüchtlingen. Die scheinen in Deutschland etwas weniger willkommen zu sein als die Kriegsflüchtlinge. Warum eigentlich? Der Grund liegt eigentlich auf der Hand. Diese Leute scheinen unsere Hilfe nicht ganz so nötig zu haben wie die Kriegsflüchtlinge. Und das mag vielleicht wahr sein. Aber, und dieser Gedanke hat sich auch bei mir erst vor kurzer Zeit entwickelt, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Das sind wahrscheinlich Leute, die haben in ihrem Land für einen Hungerlohn gearbeitet, die haben alles getan, um ihre Familie zu ernähren, die sind vielleicht selbstständig gewesen und sind pleite gegangen. Und die hören im TV von einem Land wie Deutschland und die kommen dann her und wollen ein besseres Leben anfangen. Genau genommen, was ist daran falsch? Ich habe vor ein paar Tagen auch einen interessanten Artikel gelesen, der beschrieb, dass Europa auch gar nicht mal so unschuldig daran ist, dass die wirtschaftliche Lage in den Ländern, wo die Wirtschaftsflüchtlinge eben herkommen, so ist, wie sie ist, da eben billige Ware in diese Länder exportiert wird und somit Leute, die selbstständig sind und dieselben Produkte herstellen, früher oder später pleite gehen. Gut, dazu möchte ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht genau aus, aber das ist, was in diesem Artikel stand. Und wenn man es mal genau bedenkt, gut, vielleicht sind wir hier in Deutschland nicht allzu glücklich darüber, dass unter den Flüchtlingen so viele Wirtschaftsflüchtlinge sind. Aber wer kann ihnen den Versuch übel nehmen, dass sie für ihre Familie und auch für sich selber hier in Deutschland ein besseres Leben aufbauen wollen? Vor allem vor dem Hintergrund, dass Deutschland eben in den Medien da drüben wahrscheinlich einfach noch viel besser dargestellt wird, als es eigentlich ist. So viel zu meiner groben Meinung zu diesem Thema. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt noch 100 verschiedene Dinge, über die ich mich aufregen könnte, wenn es um Flüchtlingshetze geht. Zum Beispiel die Gründe, die diese Leute immer vorschieben, ja? Ganz im Ernst. Diese Leute schieben so Sachen wie Obdachlose vor, wofür sie sich vorher wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert haben. Genau genommen, wenn man mal ganz deutlich das sagen will, sie haben sich wahrscheinlich für Obdachlose vorher einen verdammten Scheißdreck interessiert. Aber jetzt haben sie damit einen neuen Grund, um gegen Flüchtlinge zu hetzen. Und das finde ich unter aller Sau, dass man sowas vorschiebt, jeden Grund, den man findet, um gegen Flüchtlinge zu hetzen. Ich kann es nicht verstehen und ich will es auch nicht verstehen. Dieses Video ist jetzt einfach mal primär dafür gedacht, um die Aktion von Nick Vlogged zu unterstützen. Stay Human, Support Refugees. Okay, worum geht es bei dieser Aktion? Nick hat auf der Seite Litchi eine Spendenaktion für Flüchtlinge ins Leben gerufen. Ihr könnt dort Geld spenden und das Geld kommt nachher an die Aktion Deutschland hilft. Und als kleinen Bonus bzw. als kleines Dankeschön gibt es ab einem Spendenwert von 5 Euro, wenn man möchte, ein kleines Festivalbändchen zugeschickt, auf dem steht Stay Human, Support Refugees. Mein Armband ist jetzt noch nicht angekommen, deswegen werde ich euch einfach mal das Logo dazu hier einblenden. Da könnt ihr auch draufklicken, ich verlinke das und auch in der Infobox. Das war's von meiner Seite zum Thema Flüchtlinge und zur Aktion von Nick Vlogged. Ich würde mich freuen, wenn einige Leute spenden würden oder die Aktion oder den Hashtag verbreiten würden. Da oben geht es zu einem Video zum Thema Zeit und darunter findet ihr nochmal die Seite, auf der ihr spenden könnt. Darunter könnt ihr abonnieren, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin, Leute. Hasta luego. Bye.